Willkommen vor dem Tor zum Warp. Heute heißt es Let's Play Total War Warhammer 3. Wir spielen Kislev und es ist die zweite Runde. Eingehend möchte ich sagen, ich habe ein bisschen was an den Einstellungen in OBS verändert und auch so ein bisschen mehr an Performance gebracht. Es ist natürlich jetzt ein relativ schleichender Prozess, aber wir bekommen das schon zusammen hin. Oder ich bekomme es hin und ihr müsst es ertragen. Also viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Was auch immer. Ich würde mich freuen. Bis dann. Auf Wiedersehen. So, willkommen zu Teil 2. Wir spielen Kislev. Und ich hoffe, dass ich die Probleme mit dem Stream vom Warp Talk erledigt habe. Beziehungsweise, dass sie gar nicht mehr vorkommen. Und wir schauen jetzt mal, wie sich das entwickelt. Ich merke eigentlich immer, dass ich mehr dazu lerne. Ich hoffe, es wird bald professioneller und besser. Was ist das denn? Das ist aber schon ganz schön alt. Okay, gut. Wir machen hier weiter. So. Man hat mir auch gesagt, ich soll vermeiden, zu oft so zu sagen. Ich hoffe, ich krieg's gebacken. Im Laufe der Zeit mit Sicherheit. So, und schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet heute alle einen guten Tag. Noch ist zwar keiner im Chat, aber vielleicht in den Aufzeichnungen. Sieht man das dann? So, nicht schon wieder. Okay, wir haben jetzt die Festung besetzt. So, jetzt müsst ihr mich auch hören. Ich hoffe, das war in den ersten Minuten nicht so. Wenn nicht, ich werde es nochmal im Intro sehen und dann nochmal gegebenenfalls dazu sprechen. Ja, was ist passiert? Wir haben die Festung Devingard eingenommen und wir haben jetzt tatsächlich auch noch die Truppen. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Wie sieht's hier aus? Mit dem Bauen, da ist eigentlich alles da, was wir brauchen. Ach, nicht. Ja, komm, ist okay. Boah, ich muss das ausschalten. Gewinn die folgende Schlacht mit Yuri im schillernden Labyrinth. Okay, gut. Aber das heißt auch, dass wir hier nicht unbedingt auf voller Truppenstärke sind. Können wir vielleicht noch was... ich würde gerne noch mal... Was haben wir denn? Zwei Reiter-Garnisonen dazu nehmen. Und wir haben die Bogenschützen, Korsare. Und was sind das? Korsare mit Speeren und Bögen. Hm. Nehmen wir erstmal nur die Reiterei mit. So. So. Oh, ist das unmöglich. Das war schon. Okay, Moment. Ich möchte gerade selber noch etwas nebenbei schauen. Okay. Nicht wundern, ich schaue nebenbei noch kurz was in den Einstellungen, weil mein Stream ist... Also das Bild wird nicht angezeigt, das wird nur das...
Das Layout und dass ich offline bin. Ja, gut. Vielleicht ändert sich das noch. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich weiter in den Norden. Ignore the eyes. Through the maze. The path splits. Which way, brother? Your son is silent. Das ist eine gute Frage. I must decide. Können wir schon was entdecken? Sieht beides ein bisschen arg nach Warp-Verseuchungen hier aus. Aber wir gehen rechts rum. Ja. Okay. Spread Ursan's influence. In uncharted territory, Ursan growls low in my ear. He tells me knowledge forbidden by the great orthodoxy. I now know the names of the dark okay, was gibt das hier? Demonic Zauber. Servants. This land warps under the influence of Tzinch, the changer of ways, the chaos god of magic and the architect of fate. Schneeleopard ist schon toll, aber wir wollen ja den klassischen Weg mit den Bären. Ich kann rekrutieren, ich weiß. Die Gesamtvorräte. Okay. Heißt das, ich könnte hier. Ach nein. Ach cool, das ist damit gemeint. Leichte Kavallerie. Schwere Kavallerie. Okay. Keep moving. Wir haben noch Platz für weitere Einheiten. Der ist jetzt ein bisschen unterbesetzt. Wir haben noch Kapital, beziehungsweise Unterhaltskosten. Hier oben haben wir das Kapital. Und das kriegen wir alle Runde dazu. So, dann speichern wir mal ab. Und bewegen uns mal weiter. Entschuldigung, ich war gerade nochmal abgelenkt wegen dem Stream. Das ist immer noch irritierend. Today we do not fight Northmen. Today we fight demons. So, jetzt gehen wir mal gegen Zinch-Anhänger. Every true Kislevite knows, suffer not the demon to live. By campfire light, I read the journal. Im Licht des Lagerfeuers lasse ich das Tagebuch. Warum hatte Kurens sich von seiner Pflicht losgesagt? Also, wenn ich überlebe und mir die Belohnung von dem, das Buch spricht, verdienen will, muss ich diese Prüfung bestehen. So, stellt euch die Prüfung zwei Armeen von Zinch zu besiegen und erobern, stellt euch der Prüfung eine Festung von Zinch zu erobern. Mir nehmen eher die oberen Sache. Das finde ich persönlich klappt besser. Spread Ursans influence. As
As long as they are loyal. Ich würde tatsächlich noch mal zweimal von denen mitnehmen. Was haben wir dann noch? Und noch zweimal Kavallerie. Beziehungsweise. Ja. Das habe ich mir gedacht. Chaos, filth. Further north. So, wir speichern mal ab. Oh cool, man kann es automatisch machen. Das ist mir persönlich stellenweise lieber, außer der Kampf wird ziemlich schwierig. Oh gut, nicht wirklich was eingebüßt. So, Lösegeld oder töten. Einheiten hinrichten natürlich, weil sind Dämonen, ne? Jetzt kann ich nochmal Punkte verteilen. Kann ich noch nicht, aber ich kann hier noch irgendwas setzen. So, was habe ich jetzt hier als letztes eigentlich gesetzt? Oh komm, mach mal den da. Haben wir noch irgendwelche Ausrüstung, die wir nicht angelegt haben? Oh, Gottes Himmels Willen. Wo kommen die denn alle her? We are as legend. Okay, dann speichern wir nochmal vorher ab. Yes. Hä? Ja, eine Garnison. Sehr schön. Kislev's Prince. Also ein Frost. Frostschild, ein Eisschild, gut, wir machen. Frost. Schild und nicht Eisschild, und wir haben die eiserne Jungfrau. Da wollte ich eigentlich ein bisschen mehr drauf eingehen. Wie sieht's aus mit den Gerätschaften? Ist besetzt, aber die Rüstung von Kislev ist noch frei. So. Und schon wieder so. Ob ich sie jemals lernen werde. Prinz Yuri. We are Ursan's Claw, so we fight. Hier würde ich tatsächlich sagen, also man kann eine Belagerung, also umkreisen machen, um sie ein bisschen runterzuklopfen. Ich sag's mal so, ich werde ein automatisches Gefecht machen. Und dann ziehen wir mal ein. Sehr gut, wunderbar, klasse, Mensch, ich bin begeistert. Ja, kann man das alles machen? Ja, Wahnsinn. Das kann man ja alles ausbauen. Okay, hier hat man dann mehr den militärischen Zweig, aber es ist nur ein Ableger von der Burg und nicht die Hauptstadt. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, hier gehen wir eher auf das Einkommen bzw. Wachstum. Ja, Wachstum und Rekrutierungskosten minus 2%. Hier haben wir dann generiertes Einkommen
plus 5% erhöht. Das ist auch schon mal gut. Und hier haben wir ein Wachstum. Wachstum entscheidet über die nächste Stufe. Und das hier würde natürlich hier... aber die kriegen wir sowieso, das ist Basis. Und den Rest kriegen wir dann über die Gesamtstadt. Da kann ich mehr ausbauen. Würde ich eher das da machen. So, okay. Gut. Ja, klasse. Mega. Lagerkoch. Super. Wahnsinn. Klingt jetzt nicht so begeistert, wie ich eigentlich bin. Ignore the eyes. Und hier haben wir tatsächlich noch was in Fähigkeiten. Schauen wir mal, was die Ultimate ist. Die ist da oben. Okay, haben wir Nahkampfabwehr plus 2. Was haben wir hier? Rüstung plus 3. Nahkampfabwehr auch nochmal. Hier haben wir Ursuls Gebrüll. Was haben wir hier? Reduziert die Nachladezeit. Oh ja. Auf jeden Fall. Oh. So. Ach, und schon wieder so. Die ist noch 3. Ja. Okay. Further north. Changers lands. Jetzt noch mal ein bisschen von denen hier aufstellen. Und von denen. Das würde ich sagen, reicht einfach mal. Und dann machen wir mal eine Pause, bis die regeneriert sind. Ja, klasse. Super. 5. Boah, das geht ja wie im Fluge. Ich bin entrückt, entzückt. I will find you, Godbear. So. Und wieder so. Beim heiligen Barte. Jetzt wollen wir noch mal speichern. Ignore the eyes. Und noch eine Runde warten. Embody Winter's Might. Orson, are you listening? Und hat, musste ich auch noch mal benutzen in Total War Warhammer 2, aber da war es nicht so cool. Hat immer genervt, wenn ich die Spione töten musste. So, wir machen weiter. Hey, jetzt auf einmal funktioniert Kuh nicht mehr. We came upon roots. Village of Hyde Tents dominated by a totem of a white crow. They belonged to Northmen, enemies of Kislev, who worshipped Sinch. Die ground, sind mir nicht so wichtig. Führungskraft für 5 Runden. Das könnte tatsächlich jetzt in dem Tutorial nochmal für die Belagerung sehr gut sein. Die Ressourcen kann man immer noch holen.
The markings on the bodies. I've seen them before. Runes of Chaos. Kurns branded them with dark prayers. How can you read them? I took his journal from Dervingard. It deciphers the symbols. Ready to pursue in uncharted territory. Habe ich jetzt ein neues Schwert entdeckt? Nein. Das muss ich erst auf falsch halten. I will find you, Godbear. Oh, nochmal ein Gebäude zum Verbessern. Nochmal eins. Himmel, das geht jetzt aber knall auf voll. So, die werden wir genau, die werden zusammen angreifen. Fight, my kid, fight! Und wir töten sie natürlich. Himmel, das gab aber jetzt. Gott, oh Gott, oh Gott, es gab hier richtig viel. Yuri. Was haben wir hier? Gebundener Zauber. Horn des Steppenjägers. Na dann. Ready to pursue. Boah, ich würde mich am liebsten. Obwohl, das müsste eigentlich gehen. Mauern beschädigen. Spread Ursan's influence. Onward into Tsinchian lands. Was wollen wir jetzt verbessern? Gibt ja nur das. Genau. Oben haben wir ja die da. Dann würde ich sagen, klicken wir auf die. Haben wir schon. Dann würde ich hier glatt sagen, Wachstum und Ressourcenkosten. Rekrutierungskosten. Speichern. Ich würde sie noch einnehmen, die Stadt, und dann würde ich tatsächlich hier mal ein bisschen Pause machen. What waits in these hidden chambers? A chest of scrolls, knowledge to harness. Leave it. We have no need of dark magic. We fight alone. We use whatever we can. Technologie, ui. Geht's ja hier weiter. Bären flüstern. Was haben wir hier? Das ist gut.
mal hier. Das wäre vielleicht eher später interessant. Ich nehme die Bären. We use what we can out here. The Changers lands. Prinz Yuri. Sind die jetzt alle bei dem drüben? Or son, are you listening? Ich glaub's nicht. Ach nee, die sind gar nicht zugewiesen. Ha! Habe ich mir doch gedacht. Können wir sie dir zuweisen? Was? Ah, okay, jetzt hat. Gut. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen die Truppen mit ausruhen lassen. Ja, okay. Ist okay. We are not done yet. Spread Ursan's influence. Further north. I forbid it. Hier haben wir ja den gebaut und das ist in irgendeiner anderen Garnison. Hier würde ich tatsächlich jetzt mal Wachstum plus 3 machen. 30. Wird aber auch alles irgendwie... Ah, nein. Schneller fertig, wie gedacht. Ich habe mir schneller. Ankommen. Ich frage mich, ob hier noch irgendwas... Ja, hier ist noch was. Das werden wir uns jetzt holen. Weil ich glaube, das ist nämlich ein Spiel, das wir wieder durchspielen müssen. Deswegen werden wir jetzt erst da hingehen. Jesus, da sind aber viele Gebäude, die man verbessern kann. Baugebäude.
Boss. Ja gut, wir sind schon am Ende. Da bringt es die 5% auch nicht mehr. Spread Orson's influence. So, und schon wieder so. Auf ins Gefecht. Kislev's prince. Okay, ich muss es da oben anscheinend auch noch mit skillen. The Changer's Lands. Wir sind ja froh, dass die KI ein wenig gnädig ist und uns nicht gleich den Arsch aufreißt. Uncharted territory. Good. More grease. Oh, Eiswachen. Genial. Nehmen wir eine mit. Oh, ich habe ja gar nicht geguckt, ob ich irgendein Bier haben kann. We are not done. Ein Schlachthof. Ach, automatisch. Okay, gut. Onward into Sinchian lands. Die Forschung haben wir abgeschlossen. Was ist das? Chance auf magische Gegenstände und Munition für. Oh, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Mehr Muni ist auch nicht verkehrt. Das Training. Mehr Muni. Und speichern nochmal. Ich will jetzt gerade noch mal was schauen, ob ich jetzt endlich mal gelistet bin. Ja, jetzt bin ich gelistet. Anscheinend dauert das eine Weile. Ein Zuschauer, ja, hallo. Ignore the eye. Und auf geht's. Do we have to fight these creatures? There must be another way. No, Garrick. The lore we need is within that maze. Then we pray to Orson for protection. If he can even hear us. I told you,
The bear talks to me. He knows, brother. He knows. Okay, ich kann automatische Gefechte aufmachen. Nein, kann ich nicht machen. Gut, dann wollen wir mal. Knowledge to reach Urson lies hidden in the loosened maze. The servants of Sinch defend it, but it's not them I fear. Mortals that enter the labyrinth rarely emerge with their minds intact. I pray Urson protects me. Meistens ist es so, dass da noch irgendwie Einheiten nachrücken, die man jetzt nicht sieht. Also jetzt sehen wir ja nur ein paar von einem Kommandanten und meistens sind es dann noch zwei, drei, die sich irgendwie im Szenario verstecken. Urson is lost, but there is a way to find him within the maze. Blaue Horrors, die haben sie gut gemacht. Strike down the demons which guard its profane walls. Geht jetzt, ach, endlich geht's wieder. Das ist so nervig, wenn man die Karte nicht drehen kann. Gut. Beim letzten Mal hatten wir ich würde die tatsächlich sagen, die machen wir hier hin. Natürlich ein schön. Ich gehe mal näher ran. Die gehen nicht weiter. Okay, gut. Die da hier hin. Die da hier hin. Und die da hier hin. Die Frage ist jetzt nur, was ist mit denen da? Machen wir die Schwerter. Die ein Schwert haben wir hier, zwei Schwerter haben wir da. Das ist die Eisgarde, die behalten wir hier. Eine Gruppe. Zweite Gruppe. Und die hier. Machen wir dritte Gruppe. Hoch. Okay, wir starten. Mittleres Vorrücken, das ein bisschen schneller läuft. Na, wer sagt's? Bei denen weiß man nie, ob noch irgendwas von hinten kommt. Wie kann ich ihn zaubern? Ach hier. Was war das? Frostschild.
Ach komm, alle drauf. Na, ich hoffe, sie schaffen es noch. Geh mal näher hin. Na kommt schon, jetzt macht sie platt. Die sind echt nicht dafür gedacht, an der Front auszuhalten. Junge, ob das so eine gute Entscheidung war? Was war das nochmal? Nahkämpfer nach vorne, genau. Wie, hau ja los ab. Ganz knapp. Das war jetzt wirklich sehr, sehr knapp. Eigentlich an. Also manchmal frage ich mich wirklich, wie doof so ein NPC sein kann. Da verlierst du nicht, weil die Gegner zu schwer sind. Das sind da. Moment, da verlierst du, weil. Weil deine eigenen Leute nichts machen. Aber das würde ich ihr übel nehmen, wenn die jetzt. Na, scheiße.
Huch. Ja, was dauert denn da so lange? Ach, das ist ein Held. Also, ich merke, ich bin nicht der beste Stratege. Gib mal jetzt ein bisschen mehr Gas. Wer hätte es gedacht? Spannend, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde es ja immer wieder amüsant, wenn sich Einheiten einfach schlafen legen. Ich dachte, die haben... Nein, Gefecht beenden. With Sinch's forces scattered, I can walk willingly into the Lucent Maze. The knowledge within can lead us to the Howling Citadel. Oh. I wish them dead. The guardians of the Lucent Maze are... That I wander. Hours, days. Yet finally, I reached the heart of the maze. Dark runes appeared before my eyes, but the journal revealed their secrets. A way for mortals to span the screaming chasm and reach the howling citadel. I must go to the land of the Blood God. Inscribed upon his brazen altar are the words to summon the Brit. Wir haben sie mal ignoriert, weil ich ihn doch ein bisschen pushen will. Where were you? I was worried. It is done. I know how to cross the chasm. Barkov blood is strong. Weil im Augenblick ist er mir tatsächlich zu schwach. 2 Punkte. Gut.
irgendwelche Gegenstände? Nein. Das wäre nicht verkehrt. Aber das kriegt wahrscheinlich nur er. Yuri. Ja. Patriarch of Kislev. Oh ja, ein neuer Held ist geboren. Absolut Devotion. Devotion, okay. Dann freut es mich mal, dass du divosiert bist. Punkte hast du auch keine. Na super. Jetzt haben wir ein Item gekriegt. Praise the cleansing snow. Oder? Nee, sieht gut aus. Ja. Bärkin. Die sind gewachsen. Aber hier war doch auch noch was. Nein. Wir speichern. Na, komm. Und... machen wir Runde weiter. Ach ja. Klasse, super. Hier geht's nicht mehr weiter, aber ich muss mich ein bisschen ausruhen mit dem. Das sind absolute Russen. Held nicht bewegt. Den da, ne? Das Problem ist, ich kann hier keinen entlassen, beziehungsweise ich mag die Garde nicht entlassen, um den reinzunehmen. Ja, zur Not entlasse ich sie halt, aber das ist halt auch echt doof. Damit ich einen Platz mehr habe, weil alles andere... mit Gebrauch. Die Reiterei ist so ähnlich grottig. Kannst du nur eins von eins haben. Scheiße. Ihr habt nicht genug Einheiten. Ich hätte gerne einen zweiten Held, der mich ein bisschen unterstützt. Well done. Das sieht schon mal gut aus. Unwavering duty. Noch eine Runde und dann... wir nehmen mal Hertos Training. Innovate or die. I decide. Das sieht gut aus. Wohin sollen wir oder was wollen wir? Die Blutstadt oder Lagertal? Ich würde sagen, wir nehmen beide.
Mongo blood. Was schmeißt man weg? Was lässt man da? Schwierig. Why were we afraid of the dark powers? Vielleicht kann er einzeln eingreifen, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Bearkin, march, you fools! Strength through faith. Searching out blasphemers! Wir können noch ein Gebäude verbessern. Ich würde mir gerne noch ein Gebäude. Dieser Sack. Und jetzt speichern wir mal. Blessed by Ursa. Patriarch of Kislev. Desecrate! Garrick. Jetzt. Blood must be spilled. Ja, 10 Runden. Komm mal bauen. Erhöht sich. So. 3 Runden. Das ist okay. So we fight. Schlimmer an der ganzen Sache hier ist, du hast ja keinen zusätzlichen Helden, in dem, mit dem du kosten alle Gebäude um 5, ich habe vielleicht 4, das sind 20%. Was kostet so ein Gebäude? 1000? Nee, machen wir Wachstum. Gab's doch irgendeine doofe Option, wo man den Helden parken konnte? Naja, wir ignorieren's. So, nächste Runde. Härteres Training ist fertig. Fein, Wetzstein. Rüstungsdurchdringen. Hört sich gut an. Nur 4 Runden warten. Ich glaube, das sind Dinge, die man immer wieder machen kann. We learn what scholars cannot teach. Absolute devotion. This is Ursan's plan. Attack them! Leave me to my manipulation! Also, es sieht tatsächlich relativ gut aus. Ready weapons to attack! Blood must be spilled! Aber die haben noch genug. Was ist das hier? Ah, schnell speichern. Was ist das? Defensivvorräte sind noch also relativ hoch. Garnisonskraft 93%. Was ist das? Verbleibende Runde, bis die Garnison durch Verlust verschlissen wird. Ach komm, wir wagen es einmal. Es sieht eigentlich gar nicht mehr so verkehrt aus. Angriff! Das haben wir verloren. Ich weiß nicht, wie der spielt. Aber ich müsste mir das mal angucken, besetzen. So. Perfekt. Die gehört auch noch uns. Ja, Wahnsinn. Ich bin begeistert. Yuri, we cannot be everywhere. What if we entrust a veteran to lead a new army? One to help enforce your will. Bring forward those who wish to lead. Let me see who is worthy. Ach, endlich können wir den Kommandanten kaufen. Wen haben wir da? Dauko Borisovic.
Dmitri Veslovisky und Josef Ulka. Unförmig. Führung minus 5. Aura vergrößern. 20% Führung. Feindliche Führung. Disziplin. Wie nehmen wir jetzt mal? Wir nehmen den da. I decide Kislev's fate now. Ja, ich weiß. Und ich würde tatsächlich sagen, du. Oh ja. Oh nee. Das machen wir nicht. I decide. Erstmal. Der kann jetzt noch nicht raus. Okay, das ist jetzt nicht schlimm. I accept only loyal men. Waffenstärke. Ich würde sagen, machen wir 1, 2, 3. Erstmal. Führungspunkte zuweisen. Okay, guti, 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 guti. Rüstung Postlei, ja bitte. Dann haben wir anscheinend kannst du nur eins nehmen. Wir nehmen eher Kontrollverlust. War eigentlich mehr im Tabletop schlimm. Ich nehme es aber trotzdem. Okay, dann speichern wir ab und dann war es das zumindest mal für heute. Auf jeden Fall schon mal wesentlich besser wie beim letzten Mal. Ja. Schade wiederum nur, dass keiner da war, mit dem man quatschen kann. Also von daher ein bisschen doof, aber ich denke mal, das wird sich im Laufe der Wochen und Monate ändern. Ansonsten hoffe ich, ich habe euch nicht zu Tode gelangweilt und dass ihr ein bisschen Spaß gehabt habt beim Schauen, wie sich jetzt hier jemand nach Monaten, ja gut Monaten, mal wieder in die Kampagne reingimmt. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif und denkt dran, die Wege des Wandels sind unergründlich. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ach ja, das Wichtigste. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, Federchen Nörgel freut sich und schreibt mir in die Kommentare, wie langweilig ihr das eigentlich gefunden habt und wie ich es verbessern könnte. Also, und jetzt, die Wege des Wandels sind unergründlich.